klar, natürlich auch nichts. Können wir auch mal Gummo sagen. So. Gehen wir wieder zurück und wir müssen überall in Fiskel irgendwas machen. Ja. Der eben das Ding. Für no Low Level. Für Level 19, also, ja. Und es leckt? Wieso leckt das jetzt? Ich will nicht verstehen. Ich will nicht verstehen, ne? Ist krass. So. Was haben wir sonst noch zu machen? Also nochmals mit ihr reden. Oh Gott, Gott. Wieder so eine Wiederholfest. Und jetzt? Ah, nochmals dort rein. Wieder eine etwas abgeben. Ein ungezieferes Schutzmittel. Hey, nicht so schnell. So, dann wieder zurück. Ah, da oben gibt es auch noch ein paar Quests. Aha. Also ich habe im letzten Level schon ein paar Quests gemacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig Quests in Fiskal gibt. Weil in Fiskal habe ich keine Quests gemacht. So, was haben wir denn hier? Was müssen wir hier machen? Nur Leopard töten. Und den zum Elis müssen wir Orkknecht töten. Ja, den Anführer möchte ich nicht töten. Ich will normale töten. Hallo. Da ist ein Orkknecht. Das sind leider ein bisschen wenig Orkknechte. Okay, hier sind drei wenigstens. Ach komm schon. Fast one hit. Aber hier gibt es sicher genug. Das ist ein neues Orks, das ist ein Orkknecht. Das ist ein Orkknecht. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Orkknecht so viel aushalten. Weil ich mache manchmal auch blaue Gegner oder grüne Gegner. One hit, also two hit. Fast. Aber kommt auch an, ob ich kritte oder nicht kritte. Wenn ich einen Crit mache, habe ich schon 800 Schaden. Und das ist heftig. Ja, hier gibt's überall Orkknechte. Also sehr gut. So, jetzt bin ich auch so gebufft wieder. 738 wenigstens. Jetzt habe ich noch Blutdurst. Mach mal hier. One hit. One hit. Ich bin so froh, dass ich one hitten kann. Ich hoffe, ich kann bald auch Spieler one hitten. So 4000 Schaden wäre richtig geil. Leopard. Müssen wir killen. So, der Ork-Anführer. Greifen wir den mal an. Einfach weil er Anführer heißt. Boom. Kieferbrecher könnten wir noch. Oh nein, den brutalen Stoß. Ja, Buff. Hallo? Greif doch an. Blutdurst. Ah, hier ist es. So, das habe ich jetzt mitgeskillt.
So. Noch ein Leopard. Den müssen wir noch ewig nehmen. So. Orkknecht. Sehr schön, alle zusammen. Da sind noch zwei, drei Leoparden. Gut. sind das Orkknechte? Nein. Da ist eine. Vier Schaden. Und noch ein Orkknecht, dann haben wir alle Orkknechte und dort sind ja alle Leoparden. So. Easy. Komm. Ein Stück. Okay. Hallo? Bug? Ja, irgendwie ist der Server momentan ein bisschen buggy. Bisschen laggy. Hallo. Okay, haben wir das auch. Jetzt könnten wir noch Phantommagier töten. Nö. Emeraldhügel könnten wir noch gehen. Wo ist der schon wieder? Ja, da drüben. Gehen wir da drüben hin. Ach komm schon. So. Sonst haben wir hier keine Magnoschs mehr. Nicht. Für den armen Drago Basel doch ein Magno, bitte. Ich habe momentan mehr Magnas als ganz Green Hell zusammen oder so. Die geben immer alle Magnas aus. Damit sie ihre Stängelchen und Schnäbelchen und Schwänzchen ein bisschen größer machen können. Ich habe schon lange, ich handel schon lang in vielen Games einfach nicht mehr mit anderen Spielen. Nicht, weil ich das nicht mag oder so, weil es einfach unbalanciert ist und die Preise sowieso zu hoch sind. Man muss sehr viel machen und dann hat man so OP-Items, wenn man mal das, also wenn man mal reich genug ist, hat man so OP-Items, dass das Spiel irgendwie fast keinen Spaß mehr macht. Darum suche ich momentan sowieso immer alles alleine. Oder lasst mich beschenken, aber auch da nehme ich nicht alles an. Gebt gefleckte Haut an Samus. Und wo ist Samus? Ja, muss ich da gar nichts mehr machen. Raus muss ich. Ich muss doch nicht raus. Es ist wieder ein Bug. Ich weiß nicht, wieso ich dorthin muss. Werde ich dann mal absuchen. Ach, das Headset kitzelt so komisch. Zu viele Haare dran. Sudel. Okay, muss ich in die ins Gasthaus oder wo muss ich hin? Ah, hier hin. Kriegertrainer hat nochmal so einen Quest. Zum Alasis. Okay, und dann muss ich noch zum Barbarentrainer oder der nebendran. So. Und jetzt. Noch hier unten. Ach gut. Dann gehen wir nochmal noch kurz auf die Anfängerinsel. Der Ivo. Der hat gar kein Schild. Kein Schwierigkeitsgrad.
So haben wir alles hier, hoffentlich. Ja. Okay, dann gehen wir zuerst eben auf die Anfängerinsel. Ich könnte auch kurz bei der Mühle schauen, da hat es manchmal auch Magnus. Es ist schon sehr ausgiebig. Vor allem jetzt am Morgen. Aber das wird sich bald wahrscheinlich einenden, wenn ihr kommt und ihr ein bisschen farmt. Dann wird es wahrscheinlich überbefarmt. Aber mir egal, also es ist wirklich egal, ob ich Magna finde oder keine finde, weil ich sowieso keine Magnas brauche. Und deshalb, ja, halt manchmal nur Farme, um ein paar Geschenke zu machen an andere Spiele. Für Events oder so. Da dürft ihr mir gerne auch ein paar Items schenken. Also wenn ihr irgendwelche alten Masken oder so irgendwas habt, oder ja, irgendwas, was ihr halt traden könnt, ohne halt Item Shop und so, dann ja, dürft ihr mir die gerne schenken, oder eben Magnas oder einfach nur Gold oder irgendwas halt. Tränke kann man zum Beispiel auch traden. Dann könnt ihr mir die geben, also schenken. Und ich werde sie dann an andere Leute verschenken. Als Teil eines Events oder sonst irgendwas. Als Suchspiel oder irgendwas. Und nach einer großen Schlacht könnte ich auch an jemanden verschenken, der zum Beispiel mir geholfen hat oder sonst irgendwas. Und wenn ihr auch Bock habt, mit mir zu spielen, ich kann euch leveln, ich kann euch mit Items beschenken, ich kann alles machen, also ich möchte es euch so gut wie möglich machen. Und ja, eine große Community machen. Das ist mir vor allem wichtig, dass wir eine Community sein können, die richtig Spaß an Rechnung hat oder auch andere Online-Rollenspiele. Also wenn ihr mal mit mir irgendwo ein anderes Rollenspiel spielen wollt, dann kann ich das gerne arrangieren. Und ja. Zum Beispiel hat jetzt jemand gesagt, dass ich mal Herr der Ringe und Ion anspielen soll. Herr der Ringe ging, aber das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber trotzdem, ich werde es weiterspielen und ein bisschen anschauen. Und Ion geht beim Patchen nicht. Also die Patches werden zwar runtergeladen, aber ich kann da das Spiel nicht mehr starten. Und neu starten, also neu installieren hilft auch nichts. Da ist irgendwie der Launcher auch ein bisschen schuld. Der braucht ewig zum Patchen. Der ist richtig langsam. Das nervt mir ein bisschen. Mal schauen, ob ich andere spiele. Also in Anbetracht habe ich noch Last Chaos und das ist übrigens ein altes MMORPG von 2005 und das hat auch immer noch sehr gute Grafik, wurde sehr viel gepatcht und richtig gut, und Metin 2 ist auch uralt, könnte ich auch mal wieder spielen. Und was wollte ich noch? Ah, Wildstar, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt kostenlos ist. Wenn es kostenlos ist, dann werde ich es natürlich gleich spielen, wenn ich kann. Und wenn es zum Kaufen ist, dann werde ich es eventuell mal kaufen, aber ja, noch nicht so bald, weil ich sehr viel Geld ausgeben muss. Eventuell kaufe ich mir ja eine PlayStation 4 und werde dort ein paar Games mit euch let's playen, wenn ich ein Codex habe, ein, wie sagt man dem schon wieder, dem Gerät, ja, einfach so ein Aufnahmekabel für den PC. Jo, da gibt es auch echt gute Spiele auf der PlayStation 4, muss ich dann wirklich mal mir die Zeit nehmen, alle anzuschauen und zu kaufen. Und sonst, ja. So,
sonst wollte ich ja auch noch einen Laptop kaufen, aber der kann warten. Damit ich auch außerhalb des Hauses mit euch verbunden sein kann, mit euch zu chatten und so weiter. Ich bin jetzt öfters wieder mit der Monika dabei, damit ich mit dem Clan ein bisschen chatten kann, also mit den Green Hells. Um ein bisschen Spaß zu haben. Sonst bin ich viel mit Emo da momentan unterwegs, bei dem Server, bei Arkham United. Und sonst bei Diablo 3 habe ich ein paar Kollegen, die gerne mit mir Diablo 3 spielen. Facebook habe ich viele Kollegen. Twitter leider noch nicht, aber ja. Bei InDiablo habe ich auch ein paar Kollegen. Sonst Sacred 2 Form habe ich Kollegen. Und sonst sind eigentlich momentan alle im Real Life nur halt durch den Fußball und durch ja sonst irgendwelche Sachen. Aber ich kann sagen, ich habe zwar weniger Kollegen als vor einem Jahr, da hatte ich sehr viele Kollegen durch League of Legends und sonst irgendwie was. Und natürlich auch durch Regnum. Aber sie sind besser geworden, also weniger dafür mehr. Ist wirklich toll. Also es hat immer wieder eine Lust, vor allem im Skype mit mir zu reden. Einfach mal zu diskutieren und so weiter. Das ist sehr, sehr toll. Und ja, bei YouTube eben auch. Also ich bekomme eigentlich alle 3-4 Stunden einen Post. Also für mich ist das zwar nicht gerade viel, aber für YouTube ist das sehr viel. Wenn man bedenkt, dass ich erst 224 Abonnenten habe, ist das schon recht viel. Also Dankeschön dafür, weil andere Abonnenten, also andere YouTuber haben ungefähr 2000 oder mehr Abonnenten, aber dafür redet fast niemand, also diskutiert fast niemand, macht keine Posts. Ich sehe immer wie die Videos, die haben 20.000 Aufrufe, aber kein Post. Und es ist ein bisschen schade, dass manche Let's Player nicht so ankommen. Aber man kann nichts machen bei YouTube, da ist jeder ein bisschen widerwillig. Möchte zum Beispiel nur Videos schauen, nicht liken, nicht diskutieren, nicht abonnieren. Dann wollen manche nur Blödsinn machen in den Chats, zum Beispiel erste schreiben. Und ja, das ist halt ein bisschen schade für YouTube. Schade, dass YouTube nicht so ankommt, wie die Aufrufezahlen ansehen. Also YouTube ist sehr, sehr beliebt, aber nur bei den Aufrufezahlen, bei den Kommentaren und bei den Likes und so ist YouTube überhaupt nicht beliebt. Also der Unterschied ist gigantisch und das ist ein bisschen schade, weil YouTube sollte auch eine Social-Plattform sein, wo man diskutiert, wo man liked, wo man die Hingabe halt zeigt, oder? Ja. Beim Fußball, da bedankt man sich die ganze Zeit und ja, ist froh, hat eigentlich keine Konkurrenzgedanken. Aber sobald irgendwie bei YouTube jemand mehr Abonnenten hat als man sich selbst, dann muss man natürlich die ganze Zeit flamen und Scheißdreck machen oder Werbung machen. Bei mir hat sich übrigens die Werbung extrem gestillt, also fast niemand macht mehr Werbung. Vielleicht wissen jetzt alle, dass ich Werbung nicht mag und die Werbung sowieso immer gefiltert wird, also die Kommentare werden da nicht mehr angezeigt, automatisch von YouTube. Und ja. Für mich ist es gut, da muss ich die nicht lesen. Muss ich nicht irgendwelche andere Kanäle abonnieren oder sonst irgendwas. Ja. Wie gesagt, ich habe genug Abonnenten, ich habe genug gute Let's Player abonniert. Ich meine so herum. Und ich kann nicht immer auf Werbung schauen. Ich habe schon ein paar abonniert und geholfen und so weiter. Die haben jetzt recht viele Abonnenten, aber die müssen schon ein bisschen Kollegen sein. Und mein Brot trocknet das.
Also wir sehen uns später wieder. Bis dann.